In diesem Video finden die Hunde einen großen See, kaufen wir Teppiche, bleibt jemand im Sand stecken, begutachte ich Schäden an meinem Fahrzeug und treffen wir Kai von Travel Camping Living. Der Tag war sehr lang, aber wir hatten ja dann noch einen Freistellplatz gefunden und von dem aus geht es jetzt weiter, zunächst zu einem See. Dieser Stausee hier in dieser kargen Umgebung, das versteht sich von selber, ist natürlich ein wichtiger Rückzugsort für Amphibien, Vögel und ähnliches Getier. Unser nächstes Ziel ist der Ort Taznacht und der ist sehr bekannt für seine zahlreichen Teppichhändler. So, what's your shop name? Tapi Berber. Okay. Name Abdirahman El Abbasi. Merci. Ja, Taznacht. Tapi Berber. Da ist er, genau. Okay. And welcome. Merci. Don't mistake you. Nice price here, best address. Best address, but, nice price. Ja, yeah, buy or not to buy. Okay. Welcome. Yeah, merci. Das, naja, das versteht ihr, wenn ihr in Marokko mal unterwegs wart, Teppich, sagt Teppich, jeder. Teppich. Aber bei ihm könnt ihr, glaube ich, mit gutem Gewissen einkaufen. Das ist eine seriöse Beratung, die es hier gibt. Mosaic carpet like this one. You can see here. Ja. Lotted. Weaving and embroidered, yeah. And this is carpet, just knotted, old carpet. This one, yeah. And the light wool, soft. Okay. And there is another like this one. We call it harita, yeah. To say. Monsieur, hier gibt es tolle Teppiche, Preise. Ja, Preise sind nicht verhandelbar, das ist erstaunlich, aber die sind auch völlig akzeptabel. Wir haben einen Profi hier unter uns, der das beurteilen kann. Der mit dem Zollstock. Semi-Profi. Und der hat noch einen Joker zu Hause. Und ich glaube. Zu einem guten Verkaufsgespräch gehört natürlich auch ein leckerer Tee und der ist wirklich toll hier. Nach dem erfolgreichen Einkaufen begleitet er uns noch in die Stadt ein klein wenig, zeigt uns, wo wir gut einkaufen können und wo wir Geld wechseln können. Sehr nett. Wenn ihr Geld wechseln wollt, Geld holen wollt aus dem Automaten, dann ist das immer eine ganz gute Idee, das bei der Post Maroc zu machen. Das ist dann die Al-Barid Bank. Das ist so von den Gebühren, glaube ich, das günstigste, was ihr hier bekommen könnt. So, hier sind die ganzen Handwerker zugange, die hier Betten bauen und meißeln und alles. Hier wird noch mit der Hand gearbeitet. Ja, hier sind die ganzen Tischler hier zugange, das sieht echt gut aus. Ja, vielleicht mal eine kurze Antwort auf die Frage, muss man denn Angst haben, wenn man hier durch die Souks geht? Die Antwort ist super einfach, nein, muss man nicht wirklich. Die Leute sind alle nett und man muss da keine Befürchtung haben, hallo. Und gefährlich ist es nicht wirklich.
Ihr seht also, ich lasse mich noch ein wenig durch diesen Ort treiben und wenn ihr meine Videos verfolgt, dann wisst ihr mittlerweile, dass ich solche Orte, die etwas kleineren, ursprünglichen, sehr, sehr mag. Obst, Gemüse, das kriegt man hier alles reichlich, kein Problem. Das hier ist wieder so einer der Orte, die ich total gerne habe. Das ist hier überschaubar, klein oder mittelgroß und hier ist das echte Leben zugange. Touris, wenig nur, also es ist das normale marokkanische Leben. Weiter geht die Fahrt in Richtung eines Camps, das noch ein ganz besonderes werden soll. Ihr werdet das gleich sehen. Durch Landschaften, die wie immer toll sind, die wir mittlerweile irgendwie wie selbstverständlich hinnehmen. Vor unserem Ziel, meint Andreas, wir sollten doch noch mal ein bisschen im Sand üben, bevor es dann später wirklich in die Sahara geht. Ist das eine gute Idee? Gib Gas! Der Carsten probiert's. Oh, ich lasse das lieber erstmal sein. Naja, erster Test. Dafür sind Übungen ja da. Geht ja locker. Oder doch nicht? Oh, jetzt wird's schwierig. Ja, weil die Unterhaltung geht. Ja, es ist auch zu steil jetzt, ne? Ja, genau. Dann reicht die 190 Meter nicht aus. Ja. Dann musst du nochmal die Hälfte hier haben. Ja. Bleib so! Bleib so! Weiter macht keinen Sinn, also lieber nicht so tief eingraben. Wir schaffen das mit ein bisschen Buddeln und dann wieder zurücksetzen ohne große Probleme. Aber das ist Übung, das gehört dazu. Ich habe mich nicht getraut, aber später kommt von mir aus dann auch noch eine kleine Buddelaktion.
Camp, auch eine Empfehlung für euch, der Camping La Palmaria in Forum zu Guid. Aber erstmal brauchen die Hunde ein bisschen Bewegung. Forum zu Guid heißt das hier. Das ist hier so trocken, da verrecken selbst die Palmen. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Hier in dem ganzen Gebiet sind so viele Palmen, aber die sind alle sehr vertrocknet. Also hier fehlt es einfach an Wasser überall. Sieht schon ein bisschen traurig aus. Das Camp noch ein bisschen an. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm hier. Die Welt ist klein, so ist der Titel dieses Videos. Und tatsächlich ist die Welt sehr klein. Wir treffen hier auf diesem Camp Kai. Kai von Travel Camping Living. Das ist natürlich für uns eine große Freude, denn der hat uns stark beeinflusst. Seine tollen Videos auf YouTube sind für uns Vorlage für einen Teil unserer Reise zumindest. Umso schöner ist es, dass wir ihn hier treffen mit seinen Freunden. So, dann gehen wir mal essen. Sieht schon ganz schön gemütlich aus. Wir sitzen hier in gemütlicher Runde mit zwei anderen Campern zusammen, die wir hier getroffen haben, bei sehr, sehr leckerem Essen. Und quasi fast neben uns sitzt Kai mit seinen Freunden. Das wussten wir allerdings zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Was ist denn das? Sag mal. Ich lese noch vorher. Waldhimbeergeist. Oh, ich liebe Waldhimbeergeist. Und das ist super. Haselnussgeist. Oh, Lotz, noch besser. Ah, ich nehme Haselnuss. Das ist der beste. Ah, geil. Also wird das, das könnt ihr euch vorstellen. Oh, ein schöner, lauschiger Abend. Das war nett. Sieht man wieder zwei Hümerfahrer bei der täglichen Verrichtung. Bei der Beachtung, bei der Beobachtung der Folgeschäden von Offroad-Fahrten. So, hier ist die Halterung von dem Abwassertank leicht nach hinten geschoben. Also hier hat es einen Schlag gegen gegeben, ne? Und den hat er hält noch. Aber naja. Alles gut. Also wir werden mal versuchen, ob wir den hier nochmal rüberkloppen können. Ne? Der ist im Moment leer, der Abwassertank. Aber schön ist natürlich anders. Ne? Und eigentlich sind hier zwei Querstreben, die das Ganze stabilisieren. Und die müsste man hier eigentlich auch noch haben. Ne? Der Tank nämlich, wenn es voll ist, irgendwie durch. Aber ne? Die hätten dir in dem Fall auch nicht geholfen. Nee, die hätten mir dann auch nicht geholfen. Es sei denn, die wären noch tiefer gewesen. Ne? Dann hätten sie, ja, keine Ahnung. So, und dann da hinten. Ja. Hier da hinten, ne, wo mein Fuß ist, hier sieht man die Anhängerkupplung oder das, was mal von Anhängerkupplung da war. Das hatte ich schon ein bisschen hochgebunden, aber das war trotzdem zu tief. Ne? Ja, nicht, dass ich es nicht gewusst hätte. Aber geht noch. Und dann hat er hier halt den Deckel kaputt gehauen. Aber das ist natürlich nicht so wild. Ne? Den machen wir jetzt gleich zu. Also zu kleben, hat der nochmal hier hochgebunden. Ja, auf die Art und Weise ist natürlich, ich habe jetzt gerade mal hier die Kamera fürs Abwasser sauber gemacht. Jetzt sehe ich auch wieder, wo ich mein Abwasser loswerden kann. Für uns soll es dann schon weitergehen und das heißt dann auch Abschied schon wieder nehmen von der Mega-Mobiltruppe, den Freunden von Kai und Kai selber. So, den Kai habt ihr ja gesehen, haben wir gestern getroffen mit seinen Kumpels und Kumpelinen und das war schon ziemlich cool. Der Kai, hatte ich ja schon gesagt, ist ein bisschen mitverantwortlich. Das weiß er eigentlich fast gar nicht, ne? Nee, dass wir hier sind. Noch nie gesagt, das ist völlig neu jetzt gerade. Und wir verabschieden uns gerade, ihr fahrt Richtung Atlantik, ne? Ja, wir gucken uns mal das Meer an. Okay, und wir gucken mal, dass wir vielleicht mal ein bisschen im Sand spielen und ja, schauen wir mal, ne? Ich mache jetzt gerade schöne Aufnahmen gegen das Licht, aber komm, egal. Viel Spaß euch. Euch viel Spaß. Ja, danke. Ciao. Ciao. Ciao.
Das war natürlich für uns eine tolle Überraschung und wir verlassen das Camp jetzt und sagen mal nochmal Tschüss in Richtung Funk zum Beat. Wir werden noch ein bisschen einkaufen hier. Das ist eigentlich nur ein kleiner Ort, aber hier können wir uns erstmal mit so Lebensmitteln eindecken, ein paar anderen Kleinigkeiten. Und dann überlegen wir mal, was wir jetzt machen wollen. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen Offroad fahren? Was meint ihr? Aber ehrlich, das ist eine üble Rumpelpiste hier. Haben wir da wirklich Lust zu? Oder ändern wir unsere Pläne dann doch noch mal ein bisschen spontan? Naja, wartet's ab. Im nächsten Video werdet ihr sehen, wie es weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend.